Thank you. Ja. Vielen Dank. Ja, wie Sven schon angekündigt hat, wir haben in den letzten Jahren neben dem normalen Agenturbetrieb der Infographics Group, was früher mal die Golden Section Graphics war, haben wir nebenbei so eine Art kleines Startup in der Firma gehabt und haben so ein paar Sachen gemacht. Und eine Sache wollen wir heute vorstellen, und da bin ich besonders stolz. Das ist eben heute ein besonderer Tag, auch für uns, das zeigen zu können, was vielleicht auch irgendwann mal was Größeres sein kann. Und das ist ein sehr kleiner, leiser Start, aber ich glaube, vielleicht mit einer großen Wirkung. Also inzwischen haben wir ja auch ein sehr großes Team, und die Fähigkeiten im Team sind gigantisch, würde ich sagen, weil wir 50 Mitarbeiter haben mit allen möglichen Fähigkeiten. Und ich will das mal zeigen an einem Projekt, was wir vor 3 Jahren gemacht haben. Das war das Projekt Here I Stand zum Lutherjahr, Jahr der Reformation, wo wir eigentlich als Infographics Group oder damals als Golden Section Graphics noch gezeigt haben, wozu wir in der Lage sind. Das heißt, wir haben hier 30 Poster gemacht, eigentlich 28 Poster mit Infografik oder sehr visuell mit möglichst wenig Text, damit wir eine breite Zielgruppe erreichen. Auch junge Menschen haben dort Infografiken, Karten, Zeitleisten, Bilder, einfache Bilder, aber eben auch die Geschichten erzählen. 3D-Objekte, das war was ganz Besonderes. Es wurden Objekte in 3D eingescannt, in Sketchfab bearbeitet, sodass man sie auch wieder ausdrucken konnte und damit eigene Ausstellungen machen konnte. Und das waren dann mindestens 700 Ausstellungen weltweit, wo das gezeigt wurde. Und wir hatten Datenvisualisierung, die wir dann aber auch im Web gemacht haben. Das heißt, wir haben eine Webseite dazu gemacht, wo man die ganzen Inhalte auch nochmal sehen konnte. Und auch noch ein Buch, also wir haben im Prinzip alles abgedeckt. Was ich hier aber zeigen will, ist eigentlich diese Stärke der Illustration, und wir haben während dieses Projektes eben mit diesen Illustrationen, die auch von mehreren Mitarbeitern gleichzeitig gemacht wurden, haben wir ja so einen eigenen Illustrationsstil entwickelt, und der auf dem Poster oder in den Printseiten als Comic funktionierte, und fürs Web haben wir uns dann ein Format ausgedacht, was wir mit einem Tool gemacht haben. Und das Tool, das hieß oder heißt immer noch Hype von Tumult. Das ist ein HTML5-Editor, der damals eben vor 3 Jahren noch wahrscheinlich nicht ganz so weit war wie heute. Aber ich will mal zeigen, was wir damit gemacht haben. Das heißt, wir haben diese Illustration durch Scrolling den User selber erarbeiten lassen. Das heißt, jetzt Schritt für Schritt konnte er sich so die Story selber aufrufen mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Und das hat uns animiert dazu zu sagen, ja, das ist zwar ganz cool und es hatte so ein paar technische Probleme, aber da können wir doch noch mehr machen, da muss doch noch mehr gehen. Und wir haben gemerkt, es gibt so ein Tool nicht. Also was heißt das dann am Ende? Wir brauchen unser eigenes Tool. Und da wir auch in dem Team hervorragende Entwickler haben, haben wir eben gedacht, wir brauchen ein Tool für die Grafiker und auch die Redakteure gleichzeitig, und sind dann eben mit einer großen Experimentierfreudigkeit rangegangen. Sehr viele junge Menschen im Team, die mit vielen Ideen da waren. Alles war erlaubt, und wir sind zunächst erstmal von unseren eigenen Bedürfnissen ausgegangen. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir gefragt haben, was brauchen wir selber? Was wäre jetzt gut für uns? Und da gab es erstmal eine ganz große Wunschliste, die den Entwickler zur Verzweiflung gebracht hat. Gesagt haben, okay, wir wollen da Text eingeben, wir wollen da Bilder platzieren, am besten JPEGs, aber auch GIFs, animierte GIFs und dann auch PNGs und auch transparente Bilder, eben PNGs. Aber man soll auch Vektorformate platzieren können, also SVGs. Wir möchten auch gerne 3D-Objekte da reinladen, und auch Filme wollen wir abspielen, also eigentlich alles. Und da waren wir natürlich vor gewisse Herausforderungen gestellt, nämlich, dass wir auch gesagt haben, okay, das sollte aber möglichst auch auf allen Geräten funktionieren, auf allen möglichen Monitoren, und sind am Ende dabei geblieben, dass wir sagen, okay, die ganz kleinen Monitoren, also die Uhr zum Beispiel, eher nicht. Das reicht nicht zum Storytelling aus. Ich habe diese Grafiken online gefunden, weil das ganz gut zeigt, was für eine Herausforderung das ist, eben auf verschiedenen Monitoren, in verschiedenen, also horizontal oder vertikal, die Geschichten zu erzählen. Da gab es noch einen zweiten Chart, der das noch besser erklärt und vor welchem Problem wir da standen. Und wir haben gedacht, okay, es gibt eine Gemeinsamkeit, die alle haben, es ist das Quadrat. Wenn wir etwas auf dem Quadrat machen, dann wird das wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Dann gab es noch weitere Wünsche, nämlich in der Navigation. Das heißt, wir wollten, dass man das normal im Webbrowser ansehen kann. Man kann aber auch auf Fullscreen klicken, so wie das man bei YouTube-Videos kennt.
Man sollte sich durch die Stories Step-by-Step durchklicken können. Man sollte aber auch scrollen können oder eben auch wischen. Und zu guter Letzt war uns dann ganz klar, wir brauchen etwas, was so ähnlich ist wie eine Mischung aus After Effects, Keynote und SketchUp und das Ganze im Browser. Das heißt, wir legen das im Browser an und veröffentlichen das im Browser. Und als grundlegende Technologie haben wir uns WebGL ausgesucht, weil wir dachten, okay, HTML5, da gibt es so viele Editoren, aber WebGL gibt uns erstmal extrem gute Möglichkeiten in der Performance inzwischen, weil die Technik sehr weit gekommen ist. Und wir können dort auch mit sehr hoher Auflösung arbeiten, nämlich mit 4K, bis zu 4K. Und was noch viel besser ist, wir haben einen dreidimensionalen Raum. Das heißt, die ganzen Dinge, die wir dort eben gesehen haben auf der Wunschliste, die können wir in einem dreidimensionalen Raum platzieren und animieren. Genau, das möchte ich jetzt mal vorstellen. Das Tool, wie es als Editor aussieht, nämlich das Tool, das uns dann ermöglicht, ganz tolle visuelle Geschichten zu erzählen. Das sieht erstmal sehr langweilig aus. Wenn man das normal aufmacht. Aber es ist, muss man dazu sagen, für uns war jetzt der Fokus darauf, ein funktionierendes Tool erstmal zu machen und auf das User Interface nicht so viel Wert zu legen. Und zwar wichtig, dass es erstmal funktioniert. Da ist natürlich noch eine Menge Luft nach oben, das schöner zu gestalten für uns, aber es funktioniert. Und hier sieht man so ein bisschen, wie das aufgebaut ist, ganz klassisch, wie man das auch von After Effects kennt. Man hat unten eine Timeline, wo man die Sachen arrangiert mit einem Slide, wo dann die Story wieder stoppt und wieder weitergeht. Wir haben ein Preview-Fenster, was man eben auch aus anderen Programmen kennt oder was wir auch die Bühne nennen. Und wir haben ein Fenster, wo wir editieren können und Settings setzen können. So, das Text eintippen, das habe ich jetzt mal weggelassen, weil ich glaube, klar ist, wie das funktioniert. Man kippt einfach gibt einen Text ein und dann erscheint er dort. Wir haben mal zu Demonstrationszwecken ein Bild rausgesucht. Das kommt, glaube ich, jetzt, genau. Das heißt, so platziert man dort ein Bild. Ne? Und dann kann man das Bild dementsprechend größer machen oder verschieben oder drehen. Das ist jetzt erstmal die ganz einfache Variante. Dann kann man ein SVG-Bild reinladen. Da haben wir mal ein schönes Herz genommen für Boris. Und so kann man das dann animieren. Das müssten die meisten eigentlich die After Effects benutzen. Wie viele benutzen hier After Effects? Ja, doch schon einige, die werden das kennen, also das ist eigentlich so ein bisschen auch unsere Vorlage gewesen, dass man so dann die Dinge animiert. Dann wollte ich noch zeigen, wie man ein Video platziert. Das Besondere bei dem Video war auch wieder, dass die Mitarbeiter sagten, es wäre aber auch schön, wenn man ein transparentes Video importieren kann. Und das wollen wir hier mal demonstrieren an einem Beispiel, was wir für eine Story benutzt haben. Da geht es um Konzertsäle und den Klang. Hier sieht man den schwarzen Hintergrund, den kann man dann entsprechend so auswählen, dass er transparent ist. Und das Wichtige ist, das Video, was man hier sieht, das haben wir vorher in After Effects gemacht. Also wir müssen uns immer genau überlegen, welche Elemente brauchen wir für die Story, nachdem wir natürlich erstmal ein Storyboard gemacht haben. Welche technischen Mittel nehmen wir, um die Geschichte zu erzählen? Ein anderes Beispiel hier jetzt mit dem 3D-Objekt. Das sieht jetzt erstmal aus wie eine ganz normale Illustration. Aber hier ging es darum, einen Sextant zu erklären, wie ein Sextant funktioniert. Und daran merkt man schon, wenn ich jetzt scrolle oder die Maus bewege oder durchklicke, dann habe ich was davon, weil ich kann jetzt hier selber testen, was passiert, wenn ich den Sextanten bewege und wie muss ich den justieren, damit ich eine gewisse Erkenntnis bekomme. Wie das Ganze im Editor oder erstmal in der Story aussieht, das sehen wir jetzt. Jetzt sind so die Stories und dann sieht man, wie das 3D-Objekt sich da bewegt. Und so sieht das im Editor aus. Hier sieht man schon mal ein bisschen komplexer die ganze Geschichte. Hier kann man das 3D-Objekt dann nämlich frei bewegen im Raum. Man sieht, dass es eben hinter dem Bild verschwindet. Genau. Und noch ein Beispiel mit den Illustrationen, das ist eine Geschichte, die wir auch gebastelt haben zum Suezkanal. Und hier ist sie sehr illustrationslastig und wird begleitet mit einem Textelement. Und das ist tatsächlich ein HTML5-Element, was über diese Geschichte wandert. Das kennt man schon von vielen Stories im Netz, wo es eben Storytelling ist. Und genau, da erklären wir nachher noch ein bisschen was dazu, was man mit diesem Feld machen kann. Aber wichtig ist hier bei dem Ding, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann, aber da ist so ein kleiner grüner Rahmen, das ist ein grünes Quadrat und das ist für uns immer, was ich vorhin sagte, wir nennen das immer die Safe Area,
in der man die wichtigsten Dinge hat, die man unbedingt braucht, um die Geschichte mitzubekommen. Und der ganze Rest drumherum ist eben frei, auch mitgestaltet. Und je nachdem, welches Format man dann aufruft, kriegt man dann da das optimale Bild im besten Fall. Hier sieht man, wie die Illustrationen sich so animieren. Jetzt haben wir oben links in der Ecke ein Preview-Fenster und können verschiedene Endgeräte oder vertikal oder horizontal simulieren. Wie würde das auf dem iPad aussehen? Genau. Also am Ende haben wir eben die maximale Freiheit, das war uns wichtig, maximale kreative Freiheit, um eben alles Mögliche bauen zu können. Wir können das zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und das Tool rendert in Echtzeit, das ist eben auch ganz wichtig. Es ist unglaublich schnell und es gibt kein Ruckeln, also meistens nicht, jedenfalls nicht im Chrome-Browser. Das war jetzt unser kleinster gemeinsamer Nenner, um erstmal anzufangen. Und es ist eben responsive und auf jedem Gerät benutzbar. So, und jetzt darf Sabine zeigen, was wir damit gemacht haben. So we had this tool that the designers got to have their wish list, and they were all raring to get at it. And then Jan was like, wait, you guys have to go through Sabina first. So we had a lot of ideas. We had a lot of material that we could digitize. But what we had to do was focus on the story and focus on the stories that were best told. So what we did is we've taken our InGraphics magazine that we've produced for the last 10 years, and we've gone digital with it because we've paid a bunch of programmers to make us a software, so we're not going to pay printers anymore. We had to rethink how we tell our stories. We had to restructure all of this content into a new format. And we had to get a whole team of very experienced print designers into that headspace. And then on top of that, we also had to think about what kind of stories could we tell and what kind of stuff did we want to create with this and what kind of content would make sense in this already very crowded digital media landscape. We wanted to modernize, so that left us very clearly in the area of scrolly telling world. But we're not a news organization like the New York Times or even Reuters. We had to think about a way to tell stories and the stories that we wanted to tell without massive text blocks in between that would link together the graphics. We had to find that could just be images supported by little bits of text that would guide the readers through the story and divert their attention into the right areas. This allows us to move away from an overcrowded jumble of information into a format that clearly conveys a pieces of information that is designed to help people understand the world better, that lets people see the story piece by piece and understand a topic. So what we did is we wanted to take some stories that would show the breadth of a subject, or we wanted to be able to take deep dives. And so we started with one of these stories, which was a double page spread that we did for Die Welt that looked like this when it was finished. It's crowded, it's busy, it's interesting, and it invites people to pore over it, but some people just shy away from it, and you also wonder, what do people really take away from it? And what we did with this is we decided to go digital with it. We tore this graphic apart and... Yes. We tore this graphic apart, and using our web-based tool that we now have, I worked together with a designer and a researcher, and we took this massive pile of information that the Welt published, and we turned it into an epic tale of heroism and uncertainty, from that first decision that changed the fates of millions of Berliners to that last package of coal and flour unloaded from a C-54 Skymaster. We basically used this software to build an epic scrolly graphic novel of this historical event. And we were able to localize information by context and break up dry information conveyed in charts and tables with some illustrations done by our team. Likewise, we also looked at subjects that we could go a deep dive in. I worked as a journalist for 10 years before joining the InfoGraphics group and basically cut my teeth in the industry just before the financial crisis. And the summer where I was really into it on a daily basis was the summer before the financial crisis really exploded. I remember we had a whole summer where every day we reported the new price of gold because it was breaking records all the time. And when I came to the gold InfoGraphics group, we had this page, which I kind of like to refer to as a school project type of story. And we decided to see how could we go in depth with it. And this idea of the price of gold came back to me because it was something that happened. It was something that we reported on daily without actually explaining what it meant. And there are always these phenomena in the news. And so when we think about what kind of stories we could tell,
We can't play along with the daily news if we're just not fast enough to sort of react to a daily cycle. But what we can do is find the stories that come back and tell the stories and provide them context. So what we did with this is we took this graphic and focused on one chart, where we took a whole chart, or we created a whole story around one chart, where we took a big picture and put a sharp focus on a single aspect. And step by step, we've gone through the price of gold and showing people, with economic insights along the way, showing people why the price of gold reacts, what makes the price of gold change, and how it indicates that a crisis is coming, or how it reacts to a response on a crisis. So we've built a dynamic form of content that improves the classic explainer video too. So you can scroll through it, you can click through it, you can take your time with it, you can read it, and sort of consume the information as you need to, at your own pace. But of course, videos have their place. In these some historical dry stories, we can add a video, we can place a YouTube video within the story as well that allows us to add some emotion to it, like we did here with this graphic. One January morning, bright and early, Rudolf Caracciola, a famous race car driver, set out in his modified Mercedes W125 and set a record. He had 432.7 kilometers, which is the fastest anyone has ever driven on the German Autobahn. Today, that record has stood for 80 years. That's right, it was set in 1938. The piece of road that record was set on is one of the first pieces of the Autobahn ever built, and its opening was a big bit of propaganda for the Nazis. Even Adolf Hitler came to the party. On the same day that Caracciola set his record, Hitler's favorite racer, Bernd Hosmeier, set out to beat it in his car built by the Auto Union. But his attempt ended when a cross gust of wind lifted the body off the car as Hosmeier topped 400 kilometers an hour. He died instantly. Today, the site is marked by a memorial at a rest stop on the A5, where drivers can go any speed they want, but Caracciola's record from way back then, it still stands. We were able to take this dry image of a map that sort of be able to introduce this piece of history and sort of get people back into the story and add another element. Because what's always excited me about digital products is our ability to go multimedia, to bring people closer to the story with different aspects, and we can do that by using our tool. We can also import objects into a 3D room, allowing people to explore the objects. So we can take people on journeys through planets or take a detailed look at an art object like this Fabergé egg. We can highlight symbolism or the materials that were used to make it or take people on a guided tour through the history of objects. So, of course, there are challenges as we uncover which stories allow themselves to be best told seamlessly. We don't have these giant blocks of text that sort of allow people to add more stories. We really have to rely on the visual element. Unfortunately, we have a team that really lets us to do that. There's probably still a lot of learnings ahead of us as we move forward with our product, which is my way of saying I hope you check it out and send us feedback. But if there's one thing, but if there's one thing I've learned in building these stories and the site with the engineers and the designers and the animators and the texters and everybody else in the team, is that there's two things our team isn't lacking, and that's imagination and possibility. So we hope you'll stay tuned and that you'll check it out. Thank you. Not that I've not seen it before. But to be honest. So I'm curious, who's interested in using this tool, like the editor? All right, so you know where to find them later on. You're going to have to come work for us first. There's one thing that we forgot. I'm not sure if you said it this morning. If you have questions, you can actually email Boris at... What? So boris.kochan@edge.de. He's got a slide. He's going to put it up later on. Here we go. Wow, real time. That's it. But since that wasn't up before, is there any question among you that I can? Where? Oh yeah. Is there a name to the baby? It's the name. Yeah, info.graphics. Right now it's info.graphics. The tool or the site? The tool, yeah. Ja, es gibt eine Idee, das Tool zu benennen, aber das haben wir noch nicht
müssen wir überlegen. Also wir benutzen es ja erstmal für uns selber. Es ist klar, dass man da auch ein Produkt draus machen kann, aber so weit ist es noch nicht. Aber wir werden dem Baby auf alle Fälle einen Namen geben. Gibt erste Ideen. It's that exclusive. So the oh yeah, there's a translation. I don't have to translate. So in terms of the platform, people can look at it right now. The editor is not public right now, is it? No. Is there a time frame for that, roughly? No. Okay, too bad. But the intention is that this is growing from being an internal tool to something that the people that already expressed their input, interest can use as well, right? Ich glaube, es ist klar, auch wenn man sieht, was das jetzt schon leistet, und das ist erst der Anfang, also wir haben noch natürlich eine ganze Menge neue Ideen, was man damit machen kann. Also da ist noch eine Menge Luft nach oben, sowohl für den Editor als auch natürlich für die Stories, die wir gesehen haben, weil man kann im Prinzip alles damit machen, ne? Also jede Art von Story erzählen, aber wir haben natürlich einen sehr starken visuellen Anspruch dabei. And who's your, like, the type of users you would have in mind if you project this forward, like, 5 years? Who's going to work with such a tool? Is it, like, every designer? Is it every newsroom? Is it a teacher in the classroom? Or? Ja, wir haben natürlich auch überlegt, Templates zu bauen. Das heißt, das Tool so weiterzuentwickeln, dass man das stark vereinfachen kann, dass man meinetwegen ein Bild hochladen kann und gewisse Punkte definiert und Texte eingibt. Und dann kann im Prinzip auch ein ganz normaler Lehrer Grafiken machen. Das liegt natürlich auch nahe, dann die nächsten Schritte dann zu machen. Okay, super. Any other questions? I can't see anything. No questions. Okay. Aber in erster Linie ist es natürlich ein Tool, muss man ganz klar sagen, für Grafiker, also um genau wie wir bis jetzt auch Grafiken gemacht haben, aber normalerweise eben auf dem Rechner, ne, mit normaler Software und Hardware. Und hier ist der ganz klare Fokus auf das Web. Das heißt, ich kann das im Editor machen und überall auf der Welt. Ne? Ich kann zu jeder Zeit es editieren. Das ist natürlich irre. Und man muss nicht, wie man das bei After Effects kennt, es haben sich ja viele gemeldet, die After Effects benutzen. Man muss dann nicht mehr auf diesen Renderknopf drücken und irgendwie manchmal auch eine Nacht warten, bis es dann rauskommt, sondern es ist sofort da. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und wir haben natürlich tierisch Lust, weiter Stories zu erzählen. Wir werden das natürlich hoffentlich auch machen. Cool. Thank you very much. Thank you.